Liebe Wachtbergerinnen und Wachtberger, heute begrüße ich Sie aus Niederbachem. Niederbachem grenzt unmittelbar an Mehlem und bildet damit ein Entree für Wachtberg. Mit der Erneuerung des Vorplatzes des Henseler Hofes hat Niederbachem einen ersten Schritt des vom Rat der Gemeinde Wachtberg beschlossenen integrierten Handlungskonzepts absolviert. Ziel des Handlungskonzeptes ist es, hochwertige Begegnungs-, Verweil- und Bewegungsräume für die Bewohner Niederbachem zu schaffen. Und das ist genau das, was Wachtbergs starke Dörfer brauchen. Aber Niederbachem hat noch mehr zu bieten. Einen Bäcker, Apotheke, Lottolädchen, Friseur, Imbiss, um nur einige zu nennen. Und demnächst sorgt ein Discounter für mehr Nahversorgung. Die Verkehrssicherheit ist natürlich auch in Niederbachem ein Thema. Eine kürzlich installierte Ampelanlage ermöglicht jetzt ein sicheres Überqueren der Konrad-Adenauer-Straße im Bereich der Feuerwehr. Niederbachem hat einen sehr aktiven Heimatverein, den SV Niederbachem mit seinem wunderschönen Kunstrasenplatz, den Karnevalsverein, Reitsport und den Schützenverein, um nur einige zu nennen. Das Dorfleben funktioniert also. Niederbachem hat schon viel erreicht, aber es ist auch noch einiges zu tun. So gilt es, ein Dorfsaalkonzept zu entwickeln, um den Saal des Henseler Hofes für möglichst viele Gruppen und Vereine und die Bürger nutzbar zu machen. Dafür werde ich mich einsetzen. Digitale Infrastruktur muss verbessert werden, möglichst mit schnellem Glasfaserkabel, das bis ins Haus gelegt wird, um eine optimale Netzleistung zu bekommen. Das ist ein Ziel für Niederbachem. Auch der Natur- und Klimaschutz spielt für Niederbachem eine wichtige Rolle. Unmittelbar am Naturschutzgebiet Rodderberg gelegen, gilt es, diese einmalige Landschaft mit dem erloschenen Vulkan zu schützen und zu erhalten. Es gäbe noch viel mehr über Niederbachem zu sagen. Ich setze mich für unsere starken Dörfer ein, so auch für Niederbachem. Bitte unterstützen Sie mich und gehen am 13. September wählen. Es lohnt sich.